Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Währenddessen unsere Lara ganz traurig auf den Boden guckt, obwohl da nichts mehr ist. Wir begeben uns heute ins Innere der Stadt. Die Frage ist nur, wo gehen wir lang? Wir könnten hier eigentlich irgendwo so ein Seil ziehen. Dahin zum Beispiel. Vielleicht müssen wir hin. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein etwas größeres Gebiet, das man erkunden kann. Nichtsdestotrotz wollen wir da hin und da. Ein Kryptoeingang. Da würde ich sehr gerne noch hingehen mit euch. Und der befindet sich. Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Okay, Deckung ist mein zweiter Name. Gehen wir mal hier hoch, ne? Weiß nicht, wo die sind. Weiß nicht, wie sie sie sehen konnte. Aber ich sehe keinen von denen. Oh. Und wir wollen wohin? Da unten ist aber kein Eingang, oder? Oh, sie haben mich gesehen. Ach komm, hier hat doch nichts drauf. Ich glaube, wir müssen hier hin. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Es ist nur ein Krypta, also es ist kein Rätsel oder so drin. Wir kriegen hier nur ein Bauteil. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal sammeln werde, bevor wir das Let's Play beenden. Deswegen nehme ich das einfach mal mit. Ist immer so ein langer Weg bis zu dem Schatz, weißt du? Und dann bekommt man einfach nur so dasselbe, was man auch in der Truhe bekommt. Hätten die es mir gleich hinstellen können. So. Abenteuerköcher. Cool. Auserwählen. Enthüllen Sie die Überreste von irgendwas. Habe ich getan. Ich bin cool. Jetzt habe ich einen Spezialköcher mit mehr Pfeilen oder was? Also sieht auf jeden Fall cool aus, muss man schon sagen. Hat sich gelohnt, hierher zu kommen. Kommen wir jetzt nochmal zurück. Ach so, okay. Wagen wir uns einfach hoch. Ach, hier ist ja gar... Falsche Seite. Falsche Seite, Freunde. Wir müssen da hinten liegen. Ja, wir sehen voll ausgerüstet aus jetzt mit dem Köcher. Auch wenn der jetzt verschwindet, währenddessen wir hier durchgehen. Was sehr seltsam ist. Jetzt ist er weg. Oh gut, nehmen wir die Waffe, dann fällt das nicht so auf. Ich denke mal, hier gibt es auch noch sehr, sehr viel zu erkunden. Das wäre für ein Let's Play halt auch so viel des Guten. So. Keine Gegner sind in der Nähe, das ist gut.
Ansonsten, die sind sowieso schnell tot. So, nochmal die Münzen mitgenommen. Da könnten wir theoretisch hoch, ne? Oh, leider ist da nichts. Ja, schön durchgeschmuggelt. Ja, du sollst die einfach nur hier rauf. Genau. Mehr möchte ich doch gar nicht. Oh. Ja, mach's Türchen wieder auf. Das hat Sinn ergeben. Shit, sie schießen auf mich. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. Ja. Was soll das denn? Ihr sollt hier, da. Ich stelle mich hier auch extra hin für euch. Hä? Ich glaube, ich muss da hin, oder? Ich glaube, die werden immer nur die eine dieselbe Stelle jetzt beschießen. Na gut, dann werden wir da mal hinkriechen. Soll's? Sollst dich da lang schwingen? The fuck, Lara? Sollst dich dran ziehen? Da zieht die erstmal dran. Ich fass das nicht. Wäre so eine coole Abkürzung gewesen. Jetzt haben wir dadurch so viel Zeit verloren. Ja, aber zum Glück treffen die Jungs ja nicht. Das muss man denen schon lassen. Ich glaube, es sind Gegner in der Nähe. Huch. Ich wollte es nicht einsammeln. Oh. Oh, was war das denn? Er ist einfach mal so umgekippt. Ich muss nur ein Köpfchen treffen. So, easy going. Alter, jetzt haut auf, euch zu bewegen. Der trifft nicht mal. Der bringt sich fast schon selber um. Ein Schuss, ein Treffer, würde ich sagen, oder? Scharfschütze. Erzielen Sie 25 Kopftreffer mit dem Repetiergewehr. Ja, habe ich gemacht. Cool. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Ich sehe schon. Da ein hin und da ein. Dann springen wir hier rüber. Boah. Was für ein Aufwand, um hier hochzukommen. Das ist das Katapult, ich sehe es. Haben wir noch welche Gegner hier in der Nähe? Alter, ich treffe das griechische Feuer und da passiert einfach nichts. Oh, du lebst ja noch. So. Da ist ja noch jemand. Wie eiskalt. So. Ich muss das Tor niederreißen.
Das muss reichen. Dann mal los. Ja, wie verwenden wir das jetzt? Keine Ahnung. Und ich weiß es nicht. Das ist das Gegengewicht. Da kommt die Munition rein, aber da ist doch nichts. Hä? Oder kommt es von alleine? Hä? Wie feuere ich das Ding jetzt ab? Gibt's doch keinen Eingang zu oder so, ne? Was ist das? Ach, eine Herausforderung. Wem die Stunde schlägt. Okay. Das ist ja schön. Ich weiß zwar nicht, wie Vögel hier reinkommen, aber hier sind Nester. Das hat mich aber jetzt noch nicht weitergebracht, wie ich das Katapult zum Schießen bringe. Bin ich jetzt blöd oder so? Ich kann nur an dem Rädchen hier drehen, ne? Ah! Das ist ja cool. Und dann treffe ich? Und dann treffe ich einfach? Ja, obwohl überall hingezielt, aber nicht dahin. Okay. Ich werde wohl wahrscheinlich irgendwann noch irgendwas anderes einreißen müssen. Oh, ich weiß jetzt momentan auch nicht wo. Eventuell. Das ist jetzt nur mal ein Test. Das ist wahrscheinlich zum Zielen da. Der Balken vor mir. So. Burn, baby, burn. Das machen wir aber jetzt nicht gemeinsam. Das müssen wir nicht machen. Aber gut zu wissen. Mal eine leichte Herausforderung, die ich wahrscheinlich ganz easy schaffen werde. Na toll. Fall noch halbwegs runter. So, und die Unsterblichen sind gar nicht mehr unterwegs. Das waren alle, die wir gesehen haben. Ja, nice. Easy, würde ich sagen. Ein Pferd. Bevor ich dich je halten konnte, hatte ich dich fast verloren. Aber du hast gekämpft, wolltest leben, atmen, die winzigen Fäuste ballen und das Krankenhaus zusammenbrüllen. Der schönste Lärm meines Lebens. Als ich in dieser Winternacht heimkam, briet ich mir ein Steak. Ich trank eine halbe Flasche Whisky, wollte Schneeschuhe aus Tennisschlägern basteln und schlief neben der Katze ein. Ich war so glücklich. Ich glaube, diese Geschichte habe ich ein Dutzend Mal gehört und könnte sie immer wieder hören. Ich wünschte, es wäre so geblieben. Dass wir mehr Zeit gehabt hätten.
Tja, mein Liebe, Zeit ist relativ. Oh, so ein Leben. Gut. Was haben wir denn hier? Hey. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat seinen Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Okay. Jetzt haben wir alle Herausforderungen gefunden, alle drei. Wieso auch nicht? Es scheinen alle gar nicht mal so schwer zu sein. Ja, die Glocken kann man leicht finden. Dieses Wandbild gedenkt der Toten der Schlacht und all jener, die danach an Krankheit und Hunger starben. Wie riesig meine Waffe geworden ist, meine Handfeuerwaffe. Guckt euch an. Die ist riesig. Wo sind eigentlich die typischen zwei Handwaffen? Zweier. Die Zweier Pistolen. Üblichen. Panzerbrechende Pfeile. Die werden wir höchstwahrscheinlich gebrauchen können. Auch keine Panzer brechen, ich treffe einfach den Kopf. Oder ich treffe gar nicht. Er braucht den panzerbrechende Pfeile, ich bitte dich. Nichts drauf habt ihr! Auf! Da ist ja noch einer. Jetzt sind sie aber da oben. Da oben treffe ich sie nicht mit der Shotgun. Kopftreffer. Gut, das hat nichts gemacht. Schade. Ich komme, halte durch. Immer schön auf die Füße schießen. Komm schon. Hallo. So, da oben ist einer. Ich glaube, ich habe keine Schottenmunition mehr, oder? Nee. Da kommt ja keiner. Ich habe dafür auch keine Chance gegen meine neumodischen Waffen. Warum? Ich habe unendlich Munition mit dieser Waffe. Ach, nice. Fast geschafft. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Jo, oh, wer hätte jetzt gedacht, dass hier alles ist? Ich dachte schon, es geht runter. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Du musst die Quelle vor ihnen erreichen. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Okay. Das können wir gar nicht mitnehmen, okay. Müssen wir jetzt zurück zum alten Katapult? Halt, du. Bist du kopflos? Einer von euch kopflos. Nein. Huch. Wie soll ich hin?
So, dann wollen wir mal hier hoch. Oh, Freunde, es wird echt langsam echt spannend, muss ich sagen. Ich kann auch gar nicht mehr aufhören, weiter zu spielen. So, das ist Katapult. Hoffentlich. Bist du ein Katapult? Ich muss nach oben auf den Turm. Oh. Aber das Eis ist im Weg. Wie kann man ihn dann? Jetzt ein bisschen mehr erwartet. Geht nur ein. Das Gewicht könnte gehen. Das geht nicht. Ich zieh dran. Achso. Mit dem Gewicht nach unten wollte ich nicht. Nein, 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 nein. Das war keine Kletterwand. Es war keine Kletterwand. Hoppala. Naja, okay. Es ist schon eine Kletterwand, aber für Pfeile. So. Schon so wirben. So. Wo war jetzt das Tor nochmal? Huch, ist ja blöd da. Ja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. War ja so klar. So, zum Glück haben wir es dann nochmal ausprobiert. Jetzt hätten wir einen recht längeren Weg gehabt. Hab mich schon gewundert, wozu das dient, als wir da vorbeigefahren sind. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Yeah. Das ist richtig cool gemacht worden. Mit der Kugel, wie wir sie verfolgen. Burn, baby, burn. Ups, nein. Oh, toll, jetzt kann ich die ganze Animation nochmal angucken. Oh, ich wollte doch drehen. Hey, das ist nicht fair. Ich mag das Katapult. Mann. Fast durch. Nur noch ein Schuss. Nee. Hui. Das wäre ich tot gewesen. Ach, komm. Nein! Sag mal, hast du da oben schlecht geschissen oder was? Hier! Oh, bumm. Da wird noch heute zurückgeschissen, Freunde. Fragt man sich doch immer, wie kommen die Leute darauf? Wieso muss ich hier den ganzen Kletterkram machen und die haben wahrscheinlich einen Fahrstuhl? Ey da. Ah, ich habe keine Munition mehr. Hat jemand von euch Schrotmuni?
Ihr habt auf jeden Fall irgendwelche Muni. Das ist schon mal gut. So, das ist das Katapult. War ja so klar. Wenn alles eingefroren ist, kann ich nicht zielen. Wie konnten die dann zielen? Sag es mir, Lara. Sag es mir. Wie haben die es geschafft zu zielen? Ich glaube, ich habe in die falsche Richtung gezogen. Huch! Jetzt muss ich dich aber noch ein bisschen höher kriegen, ne? Muss an der anderen Seite ein Gewicht dranhängen. Und da ist schon besagtes Gewicht. Das sollte den Arm ausbalancieren. Das war verwirrend. Sorry, ich musste niesen. So. Dann werden wir Folgendes tun. Wir ziehen einmal an dieser Seite. Dann gehen wir darüber. Ist nicht wasserdicht. Okay, wieso kann ich da jetzt dran ziehen? Achso, damit er wasserdicht wird. Okay. Easy. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Da bin ich sehr traurig drüber. Okay, versuchen wir. Ja. Wir müssen von der anderen Seite springen, ne? Jetzt zu viel Wasser drin? Müssen wir ein bisschen Wasser rauslassen? Oder wir springen von der anderen Seite? Ah, von dieser Seite, Freunde, von dieser Seite. Ich habe gerade nämlich das Sprungbrett gesehen. Und dann dachte ich mir, verspringen wir doch einfach von hier aus. So, aber ich glaube, da ist zu viel Wasser drin, ja. Also ich kann das Ganze aufmachen. Um wieder zu machen. Und hoffentlich hat's gereicht. Ja. Ja, geschafft. Junge, Junge, Junge. Was ein Stress. Gut. Jetzt können wir das Tor aber aufmachen. Bogenschützen, ich muss sie ausschalten. Ich muss dieses Ding nur ausrichten. So. Na super. Mal alle getroffen, weißt du? Ist da eine gerade verschwunden und wiedergekommen? So. Weißt du was? Ihr geht mir alle voll auf den Arsch, auf den Keks. Ich ziehe jetzt einfach da hinten auf das Tor. Geht mir doch am Arsch vorbei, was ihr da macht. Reicht das etwa nicht? Doch, 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 doch.
So, wir fahren das Ding jetzt ganz aus. Ich hab's nicht ganz ausgefahren, aber das dürfte reichen. Yeah. Also was? Wir nehmen noch die Jungs da links mit. Ich finde es auch schön, dass sie stehen bleiben, wenn ich sie beschieße. So, und dann brennen wir das Ding auch nochmal nieder, weil wir es können. Okay, der Weg ist frei. Na gut, Freunde, der Weg ist frei. Wir begeben uns auf zum Tor und gucken, was sich dahinter befindet. Aber nicht heute, denn wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.